Ein herzliches Grüß Gott heute am Fest des heiligen Benedikt, wo ich auch über die Benediktusmedaille sprechen und sie dann segnen werde. Wir betrachten heute die weiteren Worte Jesu aus seiner Missionsrede. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Im vergangenen Jahr durfte ich in Subiaco in Italien die heilige Grotte besuchen, wo der heilige Benedikt 3 Jahre lang in Stille, Gebet und Fasten verbracht hat. Seiner eifrigen Gottsuche verdanken wir die Christianisierung Europas durch die Gründung von vielen, vielen Klöstern. Und heute wird er als Schutzpatron Europas verehrt. Die Worte aus der Missionspredigt Jesu gehörten beim heiligen Benedikt zu seinem Alltag, darunter auch Heilungen, Totenerweckungen und der Kampf gegen alles Böse. Heute am Fest des heiligen Benedikt möchte ich gerne über die Benediktusmedaille sprechen. Wir finden sie auch in den Benediktuskreuzen. Damals, als ich in der Grotte des heiligen Benedikt in Subiaco war, stellte ich mit Erstaunen fest, dass diese Medaille dort auch als Wandgemälde dargestellt ist, eben mit diesen Buchstaben, die das tiefe Glaubensleben des heiligen Benedikt ausdrücken. Doch zuerst noch ein paar Worte zum historischen Hintergrund. Wenn der heilige Benedikt das Zeichen des Kreuzes machte, erhielt er göttlichen Schutz. 2-mal wollte man ihn vergiften. Der Heilige machte wie gewohnt das Zeichen des Kreuzes über den Krug. Und dieser zerbrach in Stücke. Ein anderes Mal reichte man ihm vergiftetes Brot. Doch sein Rabe flog herbei, ergriff das Brot und trug es fort. Die Benediktusmedaille zeigt auf der Vorderseite das Bild des heiligen Benedikt mit dem Kreuz in der rechten und der Ordensregel in der linken Hand. Zu beiden Seiten des heiligen Benedikt stehen die Worte Crux Sancti Patris Benedicti. Übersetzt heißt es Kreuz des heiligen Vaters Benediktus. Ebenso sieht man einen Kelch, aus dem eine Schlange kommt, und einen Raben. Am Außenrand befindet sich das Gebet Eius in obito nostro presentia muniamur. Das heißt übersetzt, bei unserem Sterben mögen wir durch seine Gegenwart gestärkt werden. Wenn wir nun die Medaille umdrehen, finden wir folgende Abkürzungen. CSPB Crux Sancti Patris Benedicti. Eben noch einmal Kreuz des heiligen Vaters Benediktus. Dann CSSML, Crux Sacra Sit Mihi Lux. Das heilige Kreuz soll mir Licht sein. Dann NDSMD, Non Drago Sit Mihi Dux. Der Drache soll mir nicht Führer sein. Am äußeren Rand von oben nach rechts, Pax, Frieden. Dann VRS, Vade Retro Satana. Das heißt, weiche zurück, Satan. Dann NSMV, Nunquam suade mihi vana. Das heißt übersetzt, niemals verführe mich zu Nichtigem. Dann SMQL, sunt mala que libas. Schlecht ist, was du da reichst. Und IVB, ipse venena bibas. Selbst trinke das Gift. So sehen wir jetzt zuerst eure Benediktusmedaillen und Benediktuskreuze. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, spende alles Guten. Wir bitten dich flehentlich, du wollest durch die Fürbitte des heiligen Benediktus diese heiligen Medaillen mit den von dir bestimmten Buchstaben und Zeichen deinen Segen eingießen, damit alle, die sie tragen und auf gute Werke bedacht sind, Gesundheit der Seele und des Leibes sowie die Gnade der Heiligung
und die uns verliehenen Ablässe zu erlangen verdienen. Und dass sie allen ränkevollen Nachstellungen des Teufels durch deine erbarmende Hilfe entgehen und heilig und unbefleckt vor deinem Angesicht erscheinen mögen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Und jetzt noch der Segen mit der Heiligen Kreuzreliquie. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der priesterlichen Vollmacht, in der Kraft des Glaubens Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, des Heiligen Benedikt und des Heiligen Schutzengel und Namenspatrone, löse ich euch von allen Flüchen, Verwünschungen und negativen Festlegungen, die gegen euch, eure Familie, euer Hab und Gut gedacht oder ausgesprochen worden sind, und trenne alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes euch von all euren Ängsten, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so segne und schütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.